Wort dazu. Sehr viele Erweiterungsvölker hier. India, Äthiopien, Malia. Leute, der alle behindert oder was? So, ich bin Pocket. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht so direkt angegriffen. Bei mir im Team ist der Resbot, Andy und Strickelinio. Das heißt, ich habe schon wieder einen Silver als Gegner. Das mag ich auf dieser Karte eher erfahrungsgemäß nicht so gerne. Wo gehen wir mal hin? Hier, der Wald sieht gut aus. Noch geht's mit dem Deck. Wir werden sehen, wie sich das hält. Noch keine Wildschweine gefunden, leider. Soweit ich das gesehen habe, zumindest. Ach, da ist schon eins. Nein, 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 okay. Ah, garantiert geht mir der Typ jetzt wieder drauf. Die Tussi jetzt wieder drauf. Es ist so. Ja, das hat nicht geklappt. Der Kraker-Trick hat mich im Stich gelassen. Ah, ja. Was wundere ich mich eigentlich noch? Das war ja klar. Traditionell verliere ich immer Dorfbewohner. Kann ich hier noch nicht mal aus meiner eigenen Mauer. So dumm.
Ups, das sollte nicht sein. Mit den Maliern brauche ich nicht ganz so viele Leute auf Holz, weil die eigentlich ständig Holz sparen, weil alle Gebäude weniger Holz kosten für die. Das ist ein sehr cooler Bonus, den ich finde. Na komm, puh. Knappe Sache. Ja, ich kann meine jetzt gerade wieder reinbringen und die restlichen Rehe anlocken. Ich gebe mir deshalb jetzt ein paar mehr Felder schon. Weil ich eben günstigere Felder habe und so viel Holz spare. Aber ich brauche gar kein zweites Nomadcamp, glaube ich. Ich glaube, es reicht, wenn ich 6 auf Holz habe. Aber sagen wir mal, zur Sicherheit mache ich mal 7. Aber zumindest 8 werden nicht gebraucht sein, irgendwie. Wieder gehaust, ey. Das ist eine schlechte Runde von mir, kann man nicht anders sagen. Eieiei. Und weil ich vermute, dass wir mit dem Gold ein bisschen knapp sind, schicke ich mir noch einen vierten. Alle anderen erreichen jetzt die Verteilzeit und ich werde diese 14 Minuten herum erreichen. Komm, oh. Diese Spacken in jedem Streamspiel gehen die immer mit ihren Scouts auf mich. Und immer zu zweit, das war im letzten Spiel auch schon so.
Also nicht nur, dass ich zweimal vergessen habe, Häuser zu bauen, dass ich einen Dorfbewohner gegen das Wildschwein verloren habe. Ich habe auch noch eine beschissene Karte gehabt, wo ich meine Mauer löschen musste und dann sind die zwei mit ihren scheiß Scouts da durchgelaufen und ich habe so viel Zeit verloren, dass ich eine 18er Castle-Zeit wahrscheinlich haben werde. Ziemlich grausig. Also ich bin jetzt schon sehr, sehr weit hinterher. Ich muss schnell aufholen, also. Einmal. Kann mir mal Kartografie holen, das ist ja umsonst in der Erweiterung. Schauen, wie es so läuft. Ich glaube, der Bot hat keinen Fasskastel gespielt. Ja, das mache ich dann einfach mal. Er ist schon Turm mit seinem. Was ist das jetzt? Mit seiner Burg. Da kann ich erstmal nicht helfen, ich muss aufholen. Boah, das vierte DC, glaube ich, trotzdem drin. Und das vierte muss auf jeden Fall sein, um das Defizit wieder gut zu machen. Vielleicht habe ich den Restbot, hätte ich den von vornherein auf die höhere Schwierigkeitsstufe machen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass der so langsam ist, wenn man ihn auf moderat stellt.
Ah, ich wollte ja Gold haben. Und das Upgrade kriege ich umsonst. Das heißt, da muss ich mich nicht drum kümmern. Was machen wir denn da am besten? Deshalb spielen wir eigentlich auf Wubli. Ich hoffe, ich mache dir. Du hast so viel Spaß wie nur möglich in diesem Spiel, Karaman, denn wir machen das nur wegen dir. Wir gönnen uns diesen Riesenspaß hier nur, damit du auch Teil dieser wunderbaren Community sein darfst. Ich muss hier, glaube ich, gleich mal helfen gehen, deshalb, weil der Bot nichts macht. Ja, was machen wir denn am besten mal? Ja, eine Burg wäre gut von mir. Warum habe ich eigentlich keine Steine innerhalb der Mauer, sondern diese Kacke hier? Warum sind so viele Wölfe auf dieser Karte? Was soll das? Warum kommen die alle zu mir? Stimmt doch gar nicht, du bist nicht gerusht. Sein Kollege wird gerusht. Yeah.
Yes. Jetzt darauf geklickt? Nee. Falschen Knopf gedrückt. Das Gute ist, meine Typen hier haben sehr viel Durchschlagspanzerung. Das ist der Witz an den Malian. Aber ich habe Arsen nicht. Das sollte ich mir dann holen. Die machen mir Schaden gegen Gebäude. Das heißt, die fressen nicht so viel Schaden vom Pfeilen. Die sind gegen Gebäude sehr, sehr gut. Sollte mir einfach mit dem Triburg aushelfen hier. Ich meine, hier unten müssen ausgeholfen, aber das beunruhigt mich. Warte, wie sind die nicht hereingekommen? Ach, was sind das für welche? Byzantiner. Ah, ich habe vergessen, hier das Ding zu bauen. Ach, kommt schon, ey. Okay.
Fucking Hotkeys, ey. Könnt ihr mal einmal machen, was ich will. Der hat seine Welle wieder gelöscht, damit die KI mit sowas besser klarkommt, wenn sie keine Welle hat. Wer ist denn gerade wieder? Achso, das sind meine Leute, okay. Wie auch eben schon, finde ich es sehr beunruhigend, dass ich die höchste Punktzahl in meinem Team habe, weil ich mich eigentlich nicht besonders gut schlage aktuell. Hier noch so. Na, es bringt mir zumindest aktuell nichts. Attack an enemy now. Stone, please. Wood, please. Being rushed. Ja, Andi geht uns hier so ein bisschen flöten gerade. Ich natürlich auch mal Belagerungswaffen. Okay.
Leute, könnt ihr einfach mal losgehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt hängen die sich alle wieder auf hier und greifen nicht an. Ach ja. Das ist schade, aber dafür haben wir mehr Platz für wichtige Kasernen. Naja, aber genau genommen verloren haben wir ja sowieso schon. Ich denke nicht, dass es hier noch viel zu holen gibt. Na, ein Schreiben ist schwer. Was ist Anni für ein Volk? Inder. Naja, wenn mit seinen schweren, mit seinen imperialen Kamelen hätte er hier einiges anrichten können gegen die Mangulei auch. Und gegen die Kalafrakte zum gewissen Grad. Ich glaube, der Restbot weiß nicht, wie man aufgibt. Vielleicht hat Strickelin das noch nicht gemerkt. Aber an sich, dass das Spiel ja trotzdem vorbei soll, jetzt kann ich mir noch einen Blick in den Chat werfen. Muss einer im Prinzip den Bot sagen, dass er aufgeben soll. Ich hoffe, dass einer von den Spielern hier gelesen hat, was Sache war, aber naja, wir können ja trotzdem schon rausgehen. Das Spiel ist ja jetzt hier schon vorbei. Ja, ein Spiel machen wir zumindest noch, denke ich. Auf Wubli. Ich habe zumindest die meisten Einheiten verloren. Ich glaube, ich habe auch die ganze Zeit nur gespammt, deshalb dürfte das eigentlich kein Problem, keine Überraschung sein. Boah, ja, 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 ja. Komisch, dass ich da am schnellsten hier war. Also der Buben selber Malia scheint echt gut zu sein. Naja, und was ich hier halt versuchen wollte, war, dass ich habe so stark auf Infanterie gesetzt, weil die Malia eben den Bonus haben, dass ihre Infanteristen mehr Durchschlagspanzerung haben und dadurch sind die gegen Bogenschütze natürlich sehr viel besser. Ihnen fehlt leider der letzte Angriffs-Upgrade, das heißt, den für plus 2 Angriff am Ende. Das macht den ein bisschen schwächer nochmal. Aber zumindest sind sie halt gegen, gegen Burgen, Feuer, also für den Pfeil von den Burgen im Prinzip immun und gegen die meisten Bogenschützen-Einheiten sowieso.